Eine Frage von Dominik: Was sind meine Lieblingsdüfte aus dem Mittleren Osten? Ja, Leute, ich habe sehr viel Düfte und ich habe trotz allem eine ganze Menge reingenommen, aber seid bitte geduldig deswegen. Es sind ungefähr 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 Düfte, die ich reingenommen habe. Und die gehen wir mit Oktay durch. Oktay begleitet mich heute wieder. Oktay ist mein Sohn für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Und ja, da bin ich sehr neugierig. Oktay ist mehr so der frische Typ, nicht? Du magst Ja. so lieber, Dio Ja, Sauvage und so. Grimblue und so Ja, halt ja, aquatisch frische blaue Düfte. Und da bin ich sehr neugierig, was er von meinen Düften hält. Wir fangen mit günstigen Düften an und wird immer teurer. Viele oder einige davon werden viele gar nicht kennen. Darauf freue ich mich. Es sind auch Düfte in meiner Sammlung, die kaum einer vorstellt. Und heute nutzen wir die Gelegenheit und machen das mal. Erster Duft ist der Amarf Niche Oud, Leute. Das ist ein schöner Vanille, Ambar, so also schön würzig, warmer Duft. Genau richtig für die kalten Tage. Ich finde ihn sehr gut. Es ist ein sehr starkes Parfüm und man bekommt ihn so zwischen 30 bis 40 Euro. Wir sprühen den mal. Sprüher ist auch ganz okay, Leute. Ja, Okta, du darfst mal, bitte. der ist halt meiner nicht so, ne? Aber Ja. ja, so ein bisschen stechend. Also ich, Ja, es ist halt schwer, ja. Leute. Wenn man wirklich wie Oktay nur diese Mainstream-Düfte Ja, mag das ist eher so und mein Ding. gar nicht mit diesen Düften sich auseinandersetzt, ist es sehr schwer, die einzuschätzen. Ne, es ist erstmal gewohnheitsbedürftig. Ich bin ja ein Duftliebhaber, ich mag ja gerade so eine Düfte. Ja, das ist ein schöner, würziger, hat einen schönen Kümmel drin. Er ist schon dunkel, er hat aber auch eine Iris, er hat schön Zedernholz drin. Er hat einen wunderbaren Amber, Vanille, Leder hat da drin. Also ein wunderbares Ding, Leute. Und die Haltbarkeit in diesem Parfüm ist wirklich sehr gut. Also der schafft locker über 8 Stunden. Und er ähnelt natürlich, ich habe zwei in meiner Sammlung, denen er ähnelt. Den Serge Lutens, den Ambre Sultan, den ähnelt er sehr. Du kannst ja mal dran riechen. Auch er ist so ein bisschen Ja, die vanillig. kommen Ja. sehr ähnlich auf jeden Und Fall. Historia de Parfum, die 100 14, sieht man so doof, der Amber und in die Richtung geht er. Also er ist schon sehr gut gemacht und das sind wirklich sehr gute Düfte. Und falls ihr ihn nicht kennt und wirklich nach einem schönen warmen Duft sucht, wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Den benutze ich sehr gerne. Als zweiten nehmen wir einen von The Woods Kollektion. Das ist der Azur. Azur hört sich so frisch an. Ja. Es ist aber ein Lederduft. Ja? Es ist ein sehr sanfter, heller, kein stechender Leder. Ein Leder kann auch sehr schwer sein und ich finde ihn kann ich sehr gut tragen. Er ähnelt dem Taskenleder sehr, aber in einer sanften Version. Er ist auch nicht so fruchtig. Taskenleder hat eine Himbeernote drin und hier hast du das nicht. So, wir legen das mal zur Seite und sprühen das mal. Und ich weiß nicht, ob du dich jemals mit Lederdüften auseinandergesetzt hast. Nee, Ich ist glaube wirklich nicht. nicht. Ja, das ist noch ein sanfter Lederduft. Okay. Ja, wunderbar, wirklich. Ja. Wunderbar. Ja, doch, der riecht aber schon Ne, der wieder riecht besser, ja. Der riecht zwar auf jeden Fall gut. männlich, Ja. aber er ist so sanft gemacht und die Ledernote ist überhaupt nicht so animalisch. Nee, der Nur hat es was ist auf jeden wirklich Fall. ein Edelleder, Ja, nicht? Aber auch ja, sehr sanft gemacht, aber trotzdem sehr frisch. ja. Ja, der riecht Also auf jeden wirklich, Fall top, der ne? ist wirklich, und er liegt sehr gut in der Luft. Merkst du das? Ja. Ja, sehr frisch, sehr toll, sehr leicht holzig ist er. Er hat eine sanfte Würze, aber das Leder ist so wirklich so richtig schönes Leder so. Ja. Also richtig so eine neue Lederjacke, aber die Also. halt kein tierisches Leder ist. Es ist Ja. wirklich eine ganz tolle Ledernote, Leute. Azur, auch ein Eau de Parfum, auch ein Unisex. Falls ihr den nicht kennt und einen sanften, aber doch bemerkbaren Oud sucht, Leder sucht, dann kann ich den empfehlen. Haltbarkeit auch sehr gut,
6-7 Stunden ganz locker. Ja. Also sehr tolles Teil. Kennen sehr wenige. Ich finde ihn sehr gut. Und ich trage den auch gut. Der ist ich habe den auch heute getragen. Ja. Ja, heute war es mein... Also deswegen hast du so... Tagesduft und keiner hat gemeckert auf Arbeit. So, als dritten ist es ein süßer Duft. Und zwar ist es einer von Rasasi, der Junon Leder war das, glaube ich. Leute, ich darf mich nicht täuschen. Ich glaube, Junon Leder... Und das ist ein sehr schöner Duft. Er hat eine Ähnlichkeit zu den Nishane Nefs. Und der Nefs ist ein sauteurer Parfüm. Mhm. Aber das ist eine sehr schöne Alternative. Kennt auch kaum einer. Ja, es ist ein schöner, süßer, vanilliger, holziger. Er hat einen leichten Oud drin, eine leichte Ledernote. Er ist auch leicht fruchtig, Apfel. Also richtig schön gemacht. So, wir springen den mal. Leute, schaut mal. Er sprüht das Ganze in Ordnung. Ah ja, den kennst du, den habe ich mal drauf gehabt, den hast du sofort gesagt, boah, was ist das für ein Duft. Ja, den muss ich auch, ja, das schmeckt mir auf jeden Fall auch gut. Ja. Apfelnote so, vanillig, also Leute, der liegt auch richtig in der Luft so, ja. Ja. Daran merkt man schon, was für ein Duft das ist und das ist auch ein Biest, aber die Duftqualität ist sehr schön für einen Mann. Ein Eau de Parfum, ich glaube, es waren 50 Milliliter und der bottelt, ich hoffe, man sieht das, sieht auch sehr gut aus. Ja, das sieht auf jeden Fall special aus. Das ist schon ein dickes Glas, also wirklich. Ist auch schwer, halt mal. Zeig mal. Ja, also gutes Gewicht, ja, auf jeden Fall gut. Aber Leute, das Ding hat schon Gewicht. Ja, ja. Also sehr gut, Haltbarkeit brutal gut. Also auch 8 Stunden locker. Die meisten Düfte, die ich auch mag, die ich euch jetzt vorstelle, die haben auch wirklich Qualität dahinter und Haltbarkeit auch Biester. Mhm. Für dich weiß ich nicht, das ist alles Neuland irgendwie auch für dich. Ja, auf jeden Fall. Ja, was kostet der denn überhaupt? Der kostet so zwischen 40 bis 50 Euro, 40 bis 50 Euro. Also wir bewegen uns 40, 50 Euro und dann geht es immer höher. Das ist auf jeden Fall für den Preis. Geht ja, das auf jeden der Fall ist super, klar. Ja. Ja. Und der entwickelt sich auch. Ja. Der wird noch wärmer und noch vanilliger. Ja. Also wirklich sehr astreine DNA. Mhm. Sehr schön. Er wird auch überall gut bewertet. Ja, wunderbar. Ja. Wirklich. So, was haben wir? Der vierte ist einer von Ajmal. Das ist Song of Oud. So sieht das Ding aus. Ein wunderbarer Bottle. Voll schöne Details. Schau mal, Loktai, was sagst du? Guck mal, wie das verarbeitet ja, wurde. Der hat auch gutes Gewicht, sauber ja, verarbeitet. Der Deckel, guck mal, guter wie schwer. Deckel auf jeden leider Fall. Nicht magnetisch. Ja. Aber Leute, ja, habt ihr gehört, wie schwer ja, das der ist. Der ist gut schwer. Ja, und ich sprühe den mal. Das ist ein ja, orientalischer, süßer, Safran, fruchtiger Duft. Er hat auch Oud drin, Leder drin, aber das ist so schön, das ist so schön gemacht. Man nimmt jetzt nicht unbedingt eine sehr Ledernote, was früher sehr gut. Mhm. Ja. Ah, guck mal. Also hier ist, ich sag mal, Oud for Greatness von Initio, aber in einer fruchtigen Form. Ein richtiger, schöner Orientaler. Ja, das ist richtig gut. Gut ja. Auch der riecht performt super, auch richtig ja. Übelst gut. Ja, das sind halt Orientdüfte. Und ich trage gerne so eine Düfte. Ich finde, der ist schon wirklich, diese Fruchtigkeit, diese Süße macht diesen Duft wirklich sehr außergewöhnlich. Ja. Und die Silage direkt am Anfang, Leute, das ist ein Biest. Man nimmt dich von 2-3 Meter wahr. Ja. Und der zieht eine Duftwolke hinterher. EDP und ich glaube Unisex war der. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, aber ich gehe davon aus. Was sagst du? Der riecht auf jeden Fall super, ja. Ja ich habe einen Originaler, ja. Aber sehr schön, nicht? Also nicht ja. Übertrieben so, so ja, kann süße, man machen, wo kann du man sagst, machen, ja. Boah, nee, der ist mir zu süß. Also für einen Orientaler süß, aber trotzdem elegant und sanft gehalten. Mhm. Ne? Frau, denkst du an eine Frau? Nein, nicht so wirklich. Echt? Nee, ein bisschen, also nee. Aber ich finde, er ist ein guter Unisex-Duft. Ja. Also nach meinem Gefühl. Ich müsste jetzt nachgucken. Alle weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Wir haben uns auch kaum vorbereitet. Das ist schon spontan, was wir hier machen. Ich kenne mich ja ein bisschen aus mit den Inhaltsstoffen. Aber ist halt trotzdem spontan. Ja, klar. So, der nächste ist einer von El Haramein. Und zwar ist es der Oud Adam. Ja, auch ein merkwürdiger Bottle. So schief ist er, ja. Also nicht verkehrt, Holzdeckel, aber magnetisch. Ne? Ja, ist halt, ich finde das nicht verkehrt. Und wir sprühen den mal. Und das ist auch ein Orientbombe. Er geht wirklich in die Richtung von Oud for Greatness. Ja. Aber hier hast du eine
Safran-Note, die ist schon, ist ein Unisex-Duft, aber ich finde ihn an einen Mann sehr schön. Weil hier hast du eine Süße, er ist schon ein bisschen süßer. Nimm mal bitte selber. Achso, Entschuldigung. Er ist schon ein bisschen süßer. Ja, ein bisschen süß ist er schon, ja. Im Vergleich zu den Song of Oud, guck mal, hier ist der. Er ist die sanfte, fruchtige Version und er hat so eine bisschen dunkle Safran-Note und das macht ihn wirklich sehr besonders. Oud ist angegeben, ich gehe davon aus, es ist kein echter Oud, aber er ist ziemlich holzig, er ist schön würzig und er ist sehr schön süß, aber auf eine dunkle Art. Mhm. Oud for Greatness für Erwachsene. Aber sehr schön, Haltbarkeit, Performance, super gut, auch über 8 Stunden. Zwischen 35 bis 50 Euro kostet er. Ja, das ist auch gut. Also auch kann okay. Man, ja, geht ja. Immer, schönes Teil, magnetisch, wie gesagt, alles Silber, wunderbar. So, jetzt kommen wir zu einem frischen Duft. Und zwar ist es einer von Afnan. Der Afnan Edict Mystique. So sieht das aus, Leute. Sorry, wenn man es nicht richtig sieht, Freunde. Also auch bottled, sieht nicht schlecht aus. Alles aus Metall. Deckel ist schwer, nicht magnetisch, rastet aber ein. Und das ist ein Moschusduft. Und im Prinzip ist es ein ganz einfacher Duft. Er hat Bergamot, also so eine zitrische, cremige, frische, saubere Note. Ja. Aber das macht er sehr gut. Und Haltbarkeit auch sehr, sehr, sehr gut für einen hellen Duft. Schwer sehr gut. So, riech mal dran. Ja. Ja, richtig schön saure Wäsche, ja. So, nicht? Ja, ja. Wenn du Wäsche rausnimmst aus der Waschmaschine. Ja, der ist am besten von allen, finde ich jetzt persönlich. Ja, du magst ja frische Düfte. Ja. Und ich habe den paar Arbeitskollegen gezeigt und die waren alle begeistert von dem Duft, weil er ist sehr einfach. Hm. Er ist ein sehr einfacher Duft, aber man kann ihn nur mögen. Er hat auch so ein bisschen, ja, so eine kleine seifige Note. Hm, ja, wie so ein, schön frisch auf jeden Fall. Ja, wie aus der Waschmaschine. Ja. So weiße Wäsche rausgeholt und so riecht er. Leichte Süße, also super schön, also wirklich ein sehr schönes Parfüm. Unisex auf jeden Fall, Mann ja, und ja, Frau. Klar. Und Haltbarkeit, wirklich sehr schön. 50, 60 Euro circa. Ihr merkt, jetzt wird es langsam teurer. Mhm. So, dann gehen wir mal ein bisschen in die hochwertigen Düfte rein von mir. Ich habe nur ein paar genommen, Leute. Ich könnte noch viel mehr, also ich könnte locker 50, 60 Düfte, die ich oft benutze und die qualitativ sehr hochwertig sind, doch kaum bekannt sind. Aber wir machen weiter. So, der nächste ist von Ajmal und zwar ist der Cashmere Wood. Ja, das ist aus der Pearly Orient Reihe. Ja, Leute, diese Reihe ist so schön gemacht. Das ist eine edle Reihe von Ajmal. Das ist keine 0815 und auch keine günstige Inhaltsstoffe. Hier ist echter Oud drin, hast du selten. Und preislich liegt er unterschiedlich zwischen 100 bis 160 Euro. Ja, so in den Dreh bewegen wir uns. Aber der Duft kann locker 250 bis 300 Euro kosten. So eine Qualität. Ja, für dich ist es jetzt, ich bin sehr gespannt, mal sehen, ja. Wie du den Duft wahrnimmst, weil er ist schon ein bisschen anders. Ne? Wir sprühen den mal. Sprüher, also Verarbeitung, sehr schön. Siehst du hier, guck mal, Pearly Orient in Gold drin. Und hier diese Details auf dem Bottle sieht man so schlecht. Also richtig schön, wirklich ein richtig schöner Bottle. Und guckt euch jetzt den Sprüher an, Leute. Ja, der spritzt gut. Ja. Er ist süß, pudrig, cremig. Er hat eine Kakaonote drin. Er hat eine sehr schöne Irisnote drin, was ihn sauber macht. Aber er ist auch cremig, holzig ist er. Ja, guck mal, wie er in der Luft. In der Luft liegt dieses Parfüm ganz anders. Ja. Auf dem Duftstreifen ist anders, auf der Haut ist anders und auf Anziehsachen performt, also die ganze Reihe performt total anders. Aber das sind halt Nischenqualitäten. Das ist ein bisschen komplexer Duft. Der entwickelt sich natürlich auch. So die Kopfnote ist immer bei diesem Duft auch ein bisschen schwer, ja, weil das auch sehr, sehr gute Inhaltsstoffe sind. Aber später entwickelt er sich nochmal richtig, ne? Ah, der ist so schön. Ja, das Ding ist, wenn man sich nicht mit Nischendüften auseinandersetzt, dann ist er schwer. Er ähnelt aber ein Parfüm, aber auf eine orientalische Art. Und zwar ähnelt er den Dior Homme Parfum.
in die Richtung geht er. Wir können den mal vergleichen. Mhm. Ja, machen wir mal. Und dann merkst du, der Unterschied ist halt, dass er in die orientalische Richtung geht. Ne? So, ein bisschen verfliegen lassen. Also, da ist es so Mainstream-Richtung, das ist so etwas für europäische Nasen. Es ist ein schöner, cremiger Duft. Er hat Ledernoten drin, er ist leicht würzig. Stark auch, ne? Ja, stark. Ja. Und das ist jetzt der Orientaler. Ja, der Orientaler riecht besser, finde ich, als der. Ja, andere, das, ja. Nee, sind beide schön. Die beide sind gut, ja. Er ist halt mit durch den Oud, hat er noch so eine dunkle, holzige, würzige Note noch drin. Aber trotzdem schokoladig, gourmandig, wirklich sehr schön. Aber mit denen kann man es vergleichen. Also Ähnlichkeit ist wirklich sehr hoch. Orientalische Richtung, ja. Und Dior Homme Parfüm brauche ich nicht viel sagen. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Also da hat Dior was gemacht vom Feinsten. Ja, Haltbarkeit, Leute, über 10 Stunden ganz locker, performt wunderbar. Ist ein schöner Date-Duft, finde ich. Man kann mit dem gut unterwegs sein. Fall, nicht? Ja. Also ich finde ihn auch sehr gut. Mag ich sehr die Pearly Orient-Reihe. So, jetzt kommen wir, jetzt haben wir alles vollgesprüht, Leute. So, zu der El Haramain. Das ist El Haramain, seine Premium-Linie, könnten wir sagen. Das ist die Portfolio-Reihe und das ist der Portfolio-Sandal. Ja, der Bottle ist sehr edel gemacht, also wirklich ein Kunstwerk. Wirklich, die Plakette ist kein Plastik, da ist kein bisschen Plastik drauf, Leute. Sehr schöne Farbe. Der Name, das Logo ist hier eingestanzt, also wirklich sehr schön. Der Bottle, die Form sieht sehr gut aus. So, alles Metall, sehr schöne Verarbeitung, also hier ist kein Plastik dabei. Und wenn du mal das anfasst, Oktay, was sagst du? Ja, es ist schon ein dickes Glas. Sehr Deckel robust auf jeden Fall. Nicht magnetisch, der Deckel, aber ein sehr toller. Ja, der Deckel ist auch cool. Ja, Farbe. Der ist richtig gut gemacht. Das ist halt ein besonderer. Und das Packaging ist noch besonderer. Also noch schöner. Ist richtig, richtig edel eingepackt. So, wir sprühen den mal. Und da bin ich sehr gespannt, weil das ist schon ein. Kompliziert, für Oktay wird er kompliziert sein, für mich ist er wunderbar. Guckt mal die Sprühe an, brutal schön. Ja, es ist eine orientalische Orangennote, obwohl Orange gar nicht so angegeben ist, nehme ich eine Orange, aber allerdings eine cremig-pudrige Orangenschale nehme ich wahr. Jetzt darfst du mal. Also ich finde, der riecht sehr gut, aber ich kann halt... Ja, er ist schon cremig, er ist pudrig, er ist nicht übertrieben süß, aber irgendwie ist er auch orientalisch schon süß. Aber auf eine sehr schöne Art, was so ein Parfüm riecht, ja, das voll riecht selten. Also Sandelholz natürlich, er ist schön cremig süß, er hat eine schöne Sandelholzwürze drin. Diese Süße kommt auch eine Sandelholzsüße, aber wie gesagt, er ist auch schön cremig und pudrig. Und das macht ihn so besonders. Unisex wird kaum vorgestellt, sehr schöner Duft. Haltbarkeit sehr, sehr schön, auch 8 Stunden schafft er locker. Performance, sehr schön, sehr angenehm. Ich würde ihn auch zum Ausgehen, auch für ein Date oder ins Kino, kannst du benutzen, weil das ist wirklich ein sehr schöner, sanfter Duft. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem macht er sich bemerkbar. Ja. Also wirklich, Leute, falls ihr den noch nicht kennt, ich glaube, den hat auch noch kaum einer vorgestellt. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir zu einem, auch aus der Portfolio-Reihe. Der ist schon ein bisschen schwieriger, Oktay. Ja, ich bin der Einzige, der hier redet, wa? Ja, alles gut. Ja. Nein, alles gut. Ja. Das geht ja darum, ich habe ja auch da vorher gesagt, er soll seine ehrliche Meinung sagen. Mhm. Ne? Weil es ist auch, ich rede zwar viel und sage, die Düfte sind sehr schön, aber ich bin ein Liebhaber. Ja. Ich rieche da Sachen raus, wo du sagst, oh nee, der geht gar nicht. Ja, das, und das ist einer, Leute, das ist Portfolio Imperial Oud. Und hier ist ein echter Oud drin. Ich gehe davon aus, es ist ein indischer Oud. Und indischer Oud hat so die Eigenschaft, dass er nach Kuhstall ein bisschen riecht. Okay. Aber ich finde, er ist ein Unisex-Duft, aber ich finde ihn so schön maskulin. Also ich kann mir den nicht an eine Frau vorstellen. Wir werden gleich dein Urteil dazu hören. Wir sprühen den Sprüher. Oh, Leute. Ja, der Sprüher ist gut. So, jetzt wirst du gleich sagen, oh nee.
Oh nee, das ist nicht zu stechen. Nee, das gefällt mir gar nicht. Ja. Also man riecht schon das animalische Kuhstall. Er ist halt sehr stark und weich. Es ist am Anfang auch sehr viel. Ich habe auch am Anfang so eine Art Düfte, Leute, dachte ich, ich muss auf die Hand gesprüht. Und ich bin dann gleich waschen gegangen. Ich sage, wie kann man sowas lieben, ey? Ja, aber wenn man sich erstmal damit auseinandersetzt, dann merkt man, was für eine Qualität hier hinter steckt. Ich finde, es ist ein sehr maskuliner Duft. Es ist ein sehr edler Duft. Es ist kein 0815-Duft. Ja? Mhm. Es gibt von Sergio, von vielen großen Häusern, ich sage jetzt nur mal einen Namen, die wirklich so eine Art Düfte 300-400 Euro verlangen. Und der ist zurzeit, so, ich glaube, 80 Euro bekommt man ihn. Ich habe ihn damals für 110 Euro bekommen und eine Zeit lang war er 150 Euro. Also es ist schon ein sehr edler Duft, aber gewohnheitsbedürftig. Mehr für Profis. Aber er entwickelt sich auf der Haut, ist ja ganz anders. Wenn ich ihn sprühe nach einer Weile, finden ihn viele gut. Aber vielleicht muss man auch altersmäßig dazu passen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Na, also es ist schon ein Erwachsener. Also für junge Leute würde ich ihn wirklich absolut nicht empfehlen. Ja. Wenn man sich nicht mit Düften auskennt, lasst es sein. Für alle Oud-Liebhaber, ja, für wenig Geld, echter Oud, sehr schön, leicht animalisch, aber elegant. Sehr elegant, sehr royal. Imperial Oud, nicht umsonst der Name. So Leute, jetzt kommen wir zu Ajmal. Was haben wir denn hier? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also, Leute, das ist von Ajmal, das ist die A-Serie und das ist der Amber Santal. Und es ist ein schön warmer und holziger Duft. Ja. Er hat auch eine schöne Vetiva-Note, nämlich wahr? Also eine sehr schöne holzige Note. Es ist ein cremig, warmer, schöner Duft. Ein sehr eleganter, kein Biest, aber man nimmt ihn gut wahr. Man selber nimmt ihn gar nicht so stark wahr. Ich habe den oft gesprüht und von Kollegen sehr viel was ich drauf habe und ich rieche den Duft gar nicht mehr. Aber er macht sich bemerkbar. Ein sehr edler Duft. Ein trockener. Riechst du die Holznote raus? Wie so ein leicht angespitzter Bleistift. Mhm. Ja, es ist ein elegantes Parfüm. Es erinnert mich so an alte Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich noch jung war, dass Menschen oder Männer so eine Düfte getragen haben. Ja. Also es ist für dich sehr kompliziert, ja, glaube ich. Ne? Ich kenne mich nicht so. Ich finde ihn sehr schön. Er ist frisch, würzig, aber alles auf eine sanfte Art. Er hat eine schöne Zedernholznote oder Vetiver. Leute, ich habe mir die Inhaltsstoffe ehrlich nicht angeguckt. Einen schönen würzigen Amber hat da drin, leicht dunkel, also wirklich ganz leicht, leicht dunkel und warm. Also die Kombination ist sehr edel gemacht. Es ist ein sehr eleganter Duft. Ich würde mal sagen, ein Chefduft ist das, wirklich ein, da kannst du dir schon was erlauben, weil er ist außergewöhnlich schön und er ist in einer Nischenqualität. Die A-Serie von Ajmal ist eine sehr gute Serie. Und wenn du dir den Bottled mal anguckst, Oktay, ja, der sieht doch einfach richtig aus, schön edel, richtig schwerer Deckel. Schwer, ja. Die Verarbeitung, das Glas, die Details an der Seite. Ich weiß nicht, ob man das sieht, Leute. Also wirklich sehr schön gemacht. Und so sehen die ganzen Bottled auch aus. Wir kommen gleich zu einem anderen. Und hier auch Haltbarkeit ein bisschen weniger. Wie gesagt, man nimmt ihn selber gar nicht mal so stark wahr. Aber 6, 7, 8 Stunden macht er trotzdem. Aber er ist ein sanfter, mit dem kannst du sogar auch essen gehen. Es ist ein elegantes Parfüm. Ich mag ihn total. So, jetzt kommen wir zu einem, auch von der Woods-Kollektion, den Dusk. Und der Dusk, der geht in die Richtung von Parfums de Mali, den Leighton. Das ist ein schöner, süßer, würziger, warmer, vanilliger Apfelduft. Mhm. So kann man den beschreiben. Und allerdings ist er die erste Version von den Leighton, bevor er reformuliert wurde. Ja, sehr schön, sanft. Cremig, ja, der riecht Apfel, angenehm, ja. So wie aus der Dusche. Fruchtig, so, ja. Es ist ein sehr schönes Parfüm. Auch nicht teuer, 50 Euro. Haltbarkeit, Leute, sehr gut. Über 8 Stunden locker. Siage, wunderbar. Man nimmt euch wirklich sehr schön wahr. Ja, und du merkst ja, wie der wieder in der Luft liegt. Wir haben so viel gesprüht und trotzdem riecht man ihn intensiv raus. Also sehr schön. Ich mag ihn auch.
Und ich habe noch einen dazu, auch von Ajmal. Der ist die orientalische und ein bisschen stärkere Version. Jetzt kommt ein Biest in der Richtung. Aber auch in dem Fall ist ein Oud drin. Und zwar ist es der Amber Wood Noir. Diesmal eine schwarzer Bottled mit goldener Aufschrift. Ja, Leute, richtig schöner Bottled. Und der geht in eine orientalische Richtung. Behalt den hier, wir werden den gleich vergleichen. Okay, das kann. Ja, und hier haben wir, Leute, also das ist ein Biest. Ja, richtig schöner Schwer, Leute. Das ist ein bisschen dunklere Version, ein bisschen cremige Version. Oud ist da drin, deswegen ist dieses ein bisschen strenge Note drin. Das ist der Oud. Aber das es ist der ist Anfang, weil er sehr stark. Und das Ding beruhigt sich, geht zwar in die Richtung, aber ein bisschen dunkler, ein bisschen kräftiger, ein bisschen würziger und ein bisschen aggressiver ist er. Also das Ding ist ein Biest. Ja? Der ist aggressiver. Der ist aggressiv, aber den nimmst du überall, war, Leute. Und der hält über 12 Stunden. Ach, so lange hält er. Ja, guck doch mal an. Du musst ein bisschen warten. Bei den Düften leider, weil die so stark sind, ist das erste Moment ist es ein bisschen anstrengend. Aber wenn man ein bisschen wartet, dann merkst du schon, er wird weicher. Ja, aber er ist schon, trotzdem aggressiver, nicht? Ja. Ja, Leute, super schönes Teil. Unterschiedlicher Preis, zwischen 100 bis 130 Euro kosten die. Ah, so, ja. Ja, ja. Hat man den Santal irgendwas gesagt? 80, 90, 100 Euro. Es schwankt immer hin und her. Ja, Leute, danke für eure Geduld. Dominik, ich hoffe, ich habe dir die Frage beantwortet. Leute, nur zu mit solchen Fragen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, die ich natürlich erfüllen kann, mache ich das gerne. Und danke fürs Zuschauen. Mach's gut, Leute. Ciao, Leute.